Heute sprechen wir über die 6 Momente, in denen du in der Oberstufe Meditation nutzen solltest. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Ich kann es einfach nicht oft genug sagen. Für mich ist Meditation die Number One Habit. In meinen Augen fast schon die Superkraft, die man in unserer Gesellschaft heutzutage erzielen kann. Und deswegen pushe ich das hier immer wieder. Wenn du allgemein Fragen hast, wie Meditation funktioniert, hast du hier oben das Video, was ich bereits gedreht habe, wo ich das ganze Prozess dahinter auf sehr simple und effiziente Art und Weise erklärt habe. Jetzt wird es aber um 6 Momente gehen, in denen du in der Oberstufe Meditation nutzen solltest. Und zwar werde ich dir zu jedem Moment sagen, wie du in diesem Moment meditieren solltest und was die Benefits davon sind. Lass uns direkt durchstarten. Erster Moment ist jedes Mal nach dem Aufstehen. Wenn du jedes Mal nach dem Aufstehen meditierst, das ist ja eigentlich so, sag ich mal, die klassischste Variante, kennen viele, würde ich dir als allererstes mal empfehlen, mach das nicht direkt nach dem Aufstehen. Auch das habe ich schon begründet in dem Video zur Morgenroutine. Könnt ihr auch gerne oben in der Ecke im i abchecken. Schaut euch am besten einfach die Videos, die ich euch ins i packe, immer am Ende von jedem Video nochmal an. Oder wenn ich es noch reicht, seht das da natürlich unbedingt, damit du da die Inhalte auch nochmal mitbekommst. Was ich dir da empfehlen würde, ist morgens, wenn du da meditierst, versuch am Anfang, dich einfach nur auf deinen Atem zu fokussieren, ohne großes Ziel dahinter oder irgendwas zu denken, sondern versuch dich einfach nur auf den Atem zu konzentrieren, weil du so sehr in dir selbst ruhst und den Tag nicht mit schon Stressgedanken und so weiter beginnst, sondern einfach ganz bei dir. Und dann am Ende der Meditation würde ich dir dann empfehlen, dass du dir einfach vielleicht noch ein paar Ziele vornimmst oder dir auch den ganzen Tag durchvisualisierst, vielleicht vor allem den Schultag und wie du danach lernen wirst, weil da denkst du, okay, du gehst schon im Kopf so durch den Stundenplan durch und sagst so, okay, in Englisch wird dann das sein, da will ich unbedingt richtig gut aufpassen. Dann in Mathe habe ich die Hausaufgaben gestern richtig gut gemacht, da will ich unbedingt richtig viele vorstellen. Das heißt, du gehst im Prinzip schon deinen idealen Tag durch und hast du dich einfach so einen Boost am Morgen schon. Du bist gleichzeitig mega fokussiert auf die Dinge, die heute wirklich wichtig sind, und bist drittens auch einfach mega optimistisch und extrem positiv gestimmt, was sich so auch wieder durch deinen ganzen Alltag ziehen wird. Zweitens. Vor jeder Stunde. Das mag jetzt vielleicht zum ersten Mal ein bisschen krass gehen, so was, vor jeder Stunde meditieren, soll ich mir irgendwo hinhocken und so weiter? Nein, vor jeder Stunde soll es wirklich nur als so ein ganz kleiner Hack sein. Das heißt, ich würde nicht mehr machen, als einfach nur, wenn du dich hinsetzt, deine Sachen ausgebreitet hast und gehst gleich los, oder der Lehrer sagt vielleicht schon die Begrüßung oder whatever, je nachdem, wie es halt zeitlich hinhaut, würde ich einfach nur hinsetzen, einfach nur die Augen schließen und 3 Atemzüge fokussiert wahrnehmen. Und am besten kannst du diese 3 Atemzüge dann auch noch mit 3 Fragen verknüpfen. Beim ersten Atemzug überlegst du, was haben wir letzte Stunde gemacht? Rufst das dir kurz in den Kopf nochmal. Fragst dich, was steht heute an? Vielleicht weißt du schon, was nächstes kommen wird. Vielleicht steht ein Test an. Deine Hausaufgaben, die du gemacht hast. Du weißt ja eigentlich schon noch ein paar Dinge, die jetzt auf dich zukommen werden. Fokussiere dich da drauf. Und dann drittens, was nehme ich mir für die Stunde vor? Es soll gar nicht so ein konkretes Ziel sein, sondern einfach nur, dass du bei jedem Atemzug diese konkrete Intention nochmal dir vor Augen rufst, weil du so dich einfach erdest. Du bist einfach so, okay, jetzt ist diese Stunde. Egal, was gerade in der Pause passiert ist, egal, was gerade daheim abgeht, egal, was du heute noch machen wirst, du nutzt einfach nur diese 3 Atemzüge. Es dauert 7 Sekunden, einfach diesen kurzen Moment für dich selbst, um voll hier anzukommen. Spaß auf die Stunde zu entwickeln und so in dieser Stunde schlussendlich auch deine beste Leistung abrufen zu können. Dann die gesteigerte Stufe davon ist drittens vor jeder Prüfung. Und das insbesondere bei Referaten, weil man einfach sehr viel aufgeregter ist. Viele wissen ja beispielsweise auch gar nicht, dass einer der sehr wichtigen Bausteine, warum ich meine 1,0 in den Abi-Prüfungen geschafft habe, ist, weil ich vor jeder Abi-Prüfung mich weg von allen anderen gesetzt habe und 15 Minuten lang meditiert habe. Ich saß einfach nur da, habe mich auf diese Prüfung fokussiert. Und das sollte man in meinen Augen auch bei den kleineren Prüfungen machen. Ob es eine Klausur ist, ein Test oder eben ein spezielles Referat. Einfach, je nachdem wie viel Zeit du hast, einfach dir einen kurzen Moment, vielleicht einfach nur 1-2 Minuten, wo du dich einfach hinsetzt. Oder wenn es nur die 30 Sekunden vor einer Ex ist, die nicht angesagt ist, habe ich immer gemacht. Immer, wenn alle punch, hast du noch ein Schiff, blablabla. Nein, du hast deine Sachen, setz dich hin, holst dir deinen Fokus, blendest alle anderen Dinge aus und erreichst im Prinzip auch schon sofort die Gehirnareale, die eben mit den Sachen verknüpft sind, die du gelernt hast. Einfach, dass du dann auch sagst, ja, Mann, ich habe jetzt Bock, und dich selbst auch zu pushen. Sitz einfach da. Du musst ja nicht laut sagen, weil sonst denken alle, du bist behindert. Aber sag einfach, ich schaffe das, ich pack das, ich habe Bock drauf. Egal wie dein Stand ist, auch wenn es dich unvorbereitet trifft, das Allerwichtigste ist, mit welchem State du in diese Prüfung reingehst. Das heißt, selbst wenn du es nicht perfekt drauf hast, sag trotzdem, ich habe das voll drauf,
ich werde es abreißen und so weiter. Und dann wirst du einfach vor jeder Prüfung einfach mit einem viel positiveren Gefühl reingehen und so ständig auch viel weniger Blackouts haben. Du wirst viel konzentrierter sein und einfach allgemein während der Prüfung viel mehr Spaß dran haben, und dann kommt auch immer ein besseres Ergebnis raus. Dann als nächsten Punkt würde ich dir als viertens empfehlen, das nach jedem Schultag zu machen. Beispielsweise dann, wenn du nach Hause kommst. Was solltest du da machen? Auch da mach es nicht kompliziert. Es geht nicht darum, dass du die ganze Zeit wie so ein Mönch nur noch meditierst, sondern es einfach nur auch da wieder einen kurzen, bewussten Moment nehmen, um zum einen darüber zu reflektieren, okay, was haben wir heute gemacht? Das heißt, setz dich einfach hin, schließ vielleicht die Augen und geh einfach die einzelnen Stunden nur noch mal durch. Was haben wir alles gemacht? Weil dann wirst du da für die Sache einfach die Inhalte viel besser merken. Und auf der anderen Seite, geh noch mal, während du deinen Alltag durchgehst oder deinen Schultag, frag dich auch, worauf bin ich heute stolz? Hast du beispielsweise in einer Stunde extrem gut mitarbeitet, wie du es dir vorgenommen hast? Hast du dich bei einer spontanen Präsentation selbstständig gemeldet und hast dich einfach, auch wenn du vielleicht Schiss hattest, was falsch zu sagen, da trotzdem hinzugehen? Versuch die Sachen dir wieder in den Kopf zu rufen, weil es sich darin bestärkt, die auch immer wieder zu machen. Und gleichzeitig frag dich dann noch, was könnte ich eigentlich besser machen? So, was lief heute nicht so gut, aber nie fokussiert auf, oh, das hast du falsch gemacht, sondern einfach nur, was will ich besser machen? Und wenn du das dann noch machst, wirst du einfach allgemein eine viel krassere Performance-Steigerung spüren, weil du nach jedem Tag dir überlegst, okay, was habe ich heute richtig geil gemacht und was will ich verbessern? Und wenn du das jedes Mal für jeden Schultag machen willst, wirst du einfach komplett explodieren. Fünftens, vor jeder Learning Round. Das heißt, jedes Mal, bevor du dich hinsetzt, eine Hausaufgabe zu machen oder zu lernen, nimm dir einfach nur mal ein, zwei Minuten, vielleicht auch fünf Minuten, wenn du schon ein bisschen geübt in Meditation bist. Aber ich habe das immer gemacht. Ich habe das immer gemacht. Ich habe einfach hingesetzt. Weil es hat wieder den gleichen Effekt wie vor den Schulstunden oder auch vor den Prüfungen. Du kommst einfach im Moment an, fokussierst dich, kannst vielleicht auch schon drüber nachdenken, okay, was steht jetzt für Hausaufgaben an, welche Sachen habe ich mir für die Learning Round vorgenommen. Du wirst einfach mit so einem krasseren Fokus da sein, dass deine Produktivität einfach so viel heftiger wird und du wirst auch viel weniger abgelenkt sein. Deswegen probier es unbedingt aus, das wird einfach zur Routine. Auch wenn die ganzen einzelnen Punkte jetzt so, soll ich das wirklich machen, wirklich, probier es einfach aus, es wird zur Routine werden und du wirst spüren, wie viel Kraft in dem Ganzen liegt. Und als allerabschließenden Punkt noch, sechstens, vor dem Schlafen gehen. Das hat auch gar nichts mehr groß damit zu tun, wie du irgendwie in der Schule bessere Noten schreibst, sondern vor allem damit, dass du einfach mit deinem Tag abschließt. Nimm dir einfach wirklich unbevor. Das soll die allerletzte Sache sein, bevor du einschläfst. Nimm dir einfach noch einen Moment, es kann 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, ich mache sogar 30 Minuten. Nimm dir einfach nochmal einen Punkt, wo du sagst, ey, du reflektierst vielleicht nochmal deinen Tag. Und vor allem das Allerwichtigste, gehst richtig in die Dankbarkeit rein. Du kannst beispielsweise Dinge aufzählen, wofür du dankbar bist. Das kann die komischen Sachen sein von unserer wunderschönen Flasche hier, die übrigens gar nicht im Bild steht. So, jetzt haben wir sie wieder im Bild. Manche haben sie vermisst. Auf jeden Fall, wenn du das machst, wirst du einfach merken, Alter, mir geht's eigentlich so gut. Und du machst dich auch ein bisschen unabhängiger von dem, wie es gerade in der Schule läuft. Weißt du, wenn mal ein scheiß Tag war, kannst du trotzdem sagen, hey, ich bin froh, ein Dach über dem Kopf zu haben, ich bin froh, atmen zu können, ich bin froh, gesund zu sein. Und wenn du das einfach immer wieder machst, dann wirklich in dieses Gefühl krass reingehst, wirst du mit so einem positiven Feeling schlafen gehen. Du wirst garantiert einen besseren Schlaf haben und vielleicht auch sogar morgens mit besserer Laune aufstehen. Und das ist halt so, so geil. Und wenn du diese sechs Sachen so kombinierst, ich würde sagen, wir gehen sie einfach nochmal durch. Erstens, als allererstes, jedes Mal nach dem Aufstehen. Nicht direkt nach dem Aufstehen, da ist das Video im i, findet ihr wieder. Aber das ist super wichtig. Zweitens, vor jeder Stunde. Drittens, vor jeder Prüfung. Viertens, nach dem Nachhausekommen. Fünftens, vor jeder Learning Round. Und sechstens, vor jedem Schlafengehen. Und wenn du das machst, du wirst so viel bewusster einfach durch deine ganze Oberstufe gehen, viel mehr Spaß dran haben, viel glücklicher sein und viel bessere Noten erzielen. Ansonsten habe ich nichts mehr zu sagen, außer, dass ich immer an dich glaube. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.